Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Christian Weiß. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Heutiges Thema ist Fibonacci Trading und ich wünsche Ihnen allen schönen guten Abend. Sie können sich anmelden hier auf der Homepage unter Training. Und dann unter dem Punkt Termine und dort finden Sie die weiteren Webinare. Für diejenigen, die aus Dresden kommen oder aus der Nähe von Dresden, wir sind ja jetzt am Wochenende dort vor Ort. Und zwar einmal gibt es dort Freitagabend ein Seminar gemeinsam mit Nils Gajowi zum Thema Dividendenstrategie. Das Ganze ist kostenfrei. Wenn Sie da so also Interesse haben, können Sie gerne teilnehmen noch. Müssten sich dann kurzfristig dort noch hier anmelden. Wie gesagt, findet vor Ort in Dresden statt. Es ist also ein Seminar und keine Online-Schulung, wie wir es jetzt machen. Ansonsten ist ja der Dresdner Börsentag, das sehen Sie hier unten auch in Dresden. Und zwar der findet am Samstag von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr statt. Im Kongresszentrum, das ist am Maritim Hotel in Dresden. Also für diejenigen, die aus der Ecke kommen und Interesse haben, sich zu informieren über die Börse, haben Sie die Möglichkeit vor Ort in Dresden dann auch die Kollegen hier von uns von FX Flat und CapTrader zu treffen am Stand. Ja, heutiges Thema Fibonacci Trading. Sie haben die Möglichkeit, während des Webinars mir auch Fragen zu stellen. Und ich werde versuchen, diese dann auch zu beantworten. Kurz zum Ablauf. Wir schauen uns die Grundlagen zu Fibonacci an, dann die berühmte Zahlenreihe. Was sind Retracements, was sind Extensions? Und zu guter Letzt zeige ich Ihnen noch Formationen, Fibonacci-Formationen und wie Sie diese dann im Chart anwenden. Und dann gucken wir uns das Ganze auch noch auf den Plattformen an, um zu sehen, wie kann ich denn sowas auch handeln, vernünftig. Zu meiner Person, wie gesagt, Christian Weiß ist mein Name, bin 38 Jahre alt. Bin hier bei CapTrader Managing Director und auch Geschäftsführer bei der FXZ Academy. Bin jetzt mittlerweile schon seit 18 Jahren an der Börse. Gelernter Bankkaufmann. Habe dann BWL studiert und zertifizierter Eurex-Händler. Ja, schon ein paar Jährchen her, 2012 habe ich mit meinem Bruder ein Buch geschrieben. Das heißt, so optimieren Sie Ihr Trading. Da können Sie auch verschiedene Aspekte zu Handelsstrategie nachlesen. Wir haben dort mal untersucht, wie man also auch Handelssysteme optimieren kann und wie man sie am besten nicht optimieren sollte. Ja, das ist viel wichtiger, was man nicht machen sollte. Und dort finden Sie auch vieles zu dem Fibonacci-Thema, was wir uns heute anschauen. Da fangen wir an. Fibonacci, wo kommt das her? Bekannt ist die Fibonacci-Zahlenfolge, also ist schon aus dem Mittelalter bekannt, und zwar nach Leonardo Fibonacci, der schon ja, im 12. 1202 das Wachstum ja, einer Kaninchenpopulation beschrieb, ne? Und zwar daher rührt diese Fibonacci-Zahlenreihe. Das ist also eine unendliche Folge. Sie sehen das hier. Die fängt an mit 0, 1, dann kommt nochmal die 1, dann kommt die 2, dann die 3, dann kommt die 5. Warum kommt die 5? Wir addieren ganz einfach die 2 und die 3, dann erhalten wir die 5, dann addieren wir die 3 und die 5, dann erhalten wir die 8, ja, und dann addieren wir 5 und 8, dann erhalten wir die 13 und so weiter. Das heißt, wir addieren immer die beiden letzten Zahlen und dann erhalten wir die nächste folgende Zahl. Das ist also eine unendliche Zahlenfolge, diese Fibonacci-Zahlenreihe.
Ja, und wie gesagt, das war schon in der Antike bekannt, auch den Griechen und den Indern. Und ja, diese Zahlen weisen einige bemerkenswerte Besonderheiten auf, mathematische Besonderheiten, die wir uns dann im Nachgang auch anschauen wollen und wo wir uns anschauen wollen, was davon interessant ist fürs Trading. Nur hier nochmal die Erklärung der Fibonacci-Folge, damit Sie wissen, wo kommt das Ganze überhaupt her. Wo finden Sie auch Beispiele aus diesen Fibonacci-Zahlen? Sie finden das in der Natur eigentlich überall. Sie sehen zum Beispiel links oben die menschliche Hand. Da sind die Anordnungen der Knochen, sind auch in Fibonacci-Zahlen. Also bis hier ist 2, bis hier ist 3. Das nächste Verhältnis ist 5 und das darauf folgende Verhältnis ist hier dann 8. Ja, also das heißt, diese Verhältnisse sind auch in Fibonacci oder nach dieser Fibonacci-Zahlenfolge aufgebaut sozusagen. Ja, das findet man, also das ist also ein natürliches Verhältnis, was man bei Menschen wiederfindet, was man hier auch bei der Sonnenblume findet. Das heißt hier diese Anordnung der Sonnenblumenkerne, die verläuft hier nach dieser Fibonacci-Zahlenfolge, die Sie ja hier sehen, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 und so weiter. Ja, da ergibt sich diese Fibonacci-Spirale, die wir hier sehen, wo sich diese Flächen, wo die Flächen immer größer werden. Und die Sonnenblumenkerne sind auch im Verhältnis der Fibonacci Zahlenfolge angeordnet. Genauso auch wie eine Ananas zum Beispiel und so weiter. Oder aber auch hier die Distanzen vom Mittelpunkt der Erde zum Mond, ja, und der Radius hierzu, wenn das hier 100% sind, dann sind das hier 127%. Oder hier von dem äußeren Punkt zum Mittelpunkt sind zum Beispiel 161,8%. Also wir finden diese Verhältnisse immer wieder auch in der Natur wieder. Dann haben wir ja nochmal eine kurze Erklärung, die mathematische Ableitung zu dieser Zahlenreihe möchte ich Ihnen zeigen. Ja, Sie sehen also, wie sich diese Fibonacci-Zahlenreihe bildet. Hier mit 0 und 1 und Sie addieren immer die vorherige Zahl zu der aktuellen Zahl. 1 und 1 sind 2. Dann hat man diese Folge. 1 und 2 ergibt 3 und so weiter. Und dann hat dann diese unendliche Zahlenfolge und hier diese mathematische Formel dazu. Wie kommen wir jetzt auf Fibonacci-Verhältnisse? Dazu schauen wir uns die Zahlenreihe im Detail nochmal an. Und zwar sehen wir einen unmittelbaren Zusammenhang zum sogenannten goldenen Schnitt. Der goldene Schnitt, der ist vielen auch bekannt aus der Kunst. Bestimmte Bilder sind auch im goldenen Schnitt angeordnet. Und ja, was ist das zum Beispiel, diese Verhältnisse zum Beispiel 13 zu 8 hier in dem Beispiel hier, was ergibt das? Und zwar ergibt 13 geteilt durch 8 ergibt 1,6250. 21 durch 13 ergibt 1,6145 und so weiter. Das heißt, wir dividieren immer die vorhergehende Zahl durch die aktuelle Zahl. Das heißt, hier 34 durch 21, das wäre jetzt 34 durch 21, was wir hier oben sehen. Ja, das ist also hier, was wir uns betrachten müssen. Und dann das nächste Paar, 55 durch 34, hier in dem Fall, und wir erhalten hier 1,6176 und nähern uns also dieser Zahl hier an, dieser 1,618. Ja, und diese 1,618 ist die sogenannte irrationale Zahl Phi
die einen ja, wesentlichen Ausgangspunkt fürs Trading oder für diese Fibonacci-Verhältnisse auch hat. Umgekehrt, 1 durch die Zahl Phi ergibt 0,618, oder in Prozent ausgedrückt 61,8% von einer Strecke. Müssen Sie sich vorstellen, das ist die Strecke von 0 bis 100%. Ja, und das ist ungefähr 2/3. Ja, das, dann hat man diesen goldenen Schnitt dann auch. Ja, Fibonacci Retracements nennt man Widerstände und Unterstützungen zwischen 0 und 100%. Also alles, was hier, das hier 0 ist und das ist 100%, das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Ja, ist alles, was dazwischen liegt, sind die sogenannten Retracements. Und alles, was darüber hinaus liegt, ja, das sind dann die Extensions oder Projections. Das sind die Erweiterungen, die größer als 100% liegen darüber hinaus. Ja, wir schauen uns das nochmal an. Wenn wir andere Zahlen miteinander dividieren, und zwar, wenn wir hier zum Beispiel die 13 durch die 34 teilen, das ist hier also hier die 13, hier, die teilen wir durch die 34, das ist hier dieser orange, Entschuldigung, dieser blaue Punkt hier, was hier eingezeichnet ist, diese blaue Linie. Und wir teilen 34 durch 89, ja, also hier diese Zahlen hier miteinander, werden dividiert und dann erhält man 0,382 in beiden Fällen. Ja, das oder auch 38,2%. Wenn wir die 55, also die 13 durch die 55 teilen, ja, also hier 13 durch 55, ja, dann erhalten wir 0,236 bzw. 23,6%. Genauso wie 21 durch 89 zum Beispiel. Ja. Das heißt, bei diesen Verhältnissen durch die vorvorletzte Zahl erhalten wir 0,236 und durch die vorletzte Zahl 0,382. Und das sind wieder hier relevante Fibonacci-Verhältnisse oder Retracements, die wir uns auch gleich anschauen im Trading. Kommen wir von den Retracements jetzt zu den Extensions, also zu den Erweiterungen der Fibonacci-Verhältnisse. Hierbei ist es so, dass wir die aktuelle Zahl durch die vorletzte Zahl dividieren. Beispielsweise ist die aktuelle Zahl jetzt hier die 89. Die dividieren wir nicht durch die letzte, sondern durch die vorletzte Zahl. Das wäre dann die 34. Hier in dem Falle und 89 durch 34 kommen wir auf 2,618. Genauso, wenn wir zum Beispiel die 34 durch die 13 teilen hier. Ja, das ist wieder die vorletzte Zahl, kommen wir auch auf dieses gleiche Ergebnis. Das ist natürlich jetzt gerundet, ja auch, aber wir kommen annähernd auf diese Verhältnisse. Und erhalten also 261,8% Erweiterung. Teilen wir durch die vorvorletzte Zahl, 55 durch 13, dann erhalten wir die 423,6 Erweiterung. Das zur Information für Sie, damit Sie wissen, wie sind denn überhaupt diese
Retracements oder Extensions überhaupt hergeleitet? Sie kennen sicherlich, wenn ich nachher im Chart mal das Fibonacci-Tool einzeichne, dann sind ja diese prozentualen Verhältnisse automatisch schon vorgegeben. Und damit lässt sich auch sehr gut arbeiten. Die Frage ist halt ganz einfach, wo rührt das Ganze her? Wo kommt das Ganze her? Und das rührt daher, dass man die Zahlen durcheinander oder dividiert, miteinander dividiert. Ja, was sind die wichtigsten Retracements? Das sind nämlich diese gerade ausgerechneten Verhältnisse, und zwar 23,6, 38,2. Die 50% ist halt ganz einfach die Hälfte. Dann haben wir noch die 61,8. Das ist eigentlich das wesentliche Retracement, was man betrachten sollte. Und dann ist einfach umgekehrt hier nochmal die 76,4. Als relevante Zahl zwischen 0 und 100%. Ja, neben den Retracements gibt es die Extensions, die Erweiterung sozusagen. Das ist also alles über 100%. Da auch wieder natürlich die 161% oder 161,8, ja, wenn Sie das so wollen. Ja, oder 261 und so weiter, dann 423 und hier nochmal die 127. Das ist also keine direkte hergeleitete 100 Fibonacci-Zahl, sondern die ergibt sich aus einer Wurzel, aber das ist auch ein sehr relevantes Fibonacci, eine sehr relevante Fibonacci-Erweiterung, die 127% und die 161,8. Ja, wie sieht das im Chart aus? Hier erstmal ein Screenshot. Ist jetzt ein älteres Beispiel vom DAX, vom DAX CFD hier in dem Falle. Und wir sehen hier zum Beispiel eingezeichnet an dem Tief die 0% und hier an dem Hoch, ja, bei 12.406, die 100%. Und hier war das Tief bei 8.356. Das können wir uns ja gleich nochmal anschauen, wie wir aktuell dastehen bei diesem DAX CFD zum Beispiel, und schauen uns mal das aktuelle Bild an. Was hier wichtig ist, was man hier sieht, hier sind also diese Retracements, und zwar zwischen 100 und 0%, also hier ist ja die 100. Und zwar haben wir hier die Hälfte, die 50, dann ist hier die 38,2 und die 61,8 und die 23,6 und die 76,4. Ja, und was man sieht, es gab hier erstmal eine Bewegung irgendwo auf dieses Niveau, dann eine Korrektur hier auf das 26er Retracement, sind wieder hier rangelaufen, hier gab es auch wieder einen Stopp. Wie gesagt, das sind Tageskerzen, und wir sehen, wir 1, 2, 3, 4, 5 Tage auf diesem Niveau geblieben. Dann gab es wieder eine leichte Korrektur. Hier sind wir dann durchgelaufen. Hier kurzer Stopp. Hier wieder dran gelaufen. Ja, also beim 61,8er. Hier komplett durchgelaufen. Bis hier irgendwo bis 100%. Also so können sich Bewegungen fortschreiben. Und dann gab es die erste Korrektur, die läuft irgendwo hier auch in diesem Bereich bei 76,4. Wieder mehrere Tage, wo diese Marke hier umkämpft ist. Es ist nie genau eine Linie, ja, das ist immer ein Bereich. Sie müssen das immer als Bereich sehen hier, ne? Und das, so ist es ja auch hier im Chart. Man hat nie eine punktuelle Linie, sondern immer
Fibonacci-Bereiche. Aber um diesen Bereich sehen Sie, ist eine Konsolidierung. Dann gab es ein Hoch, wir haben aber kein neues Hoch gemacht, wie wir hier sehen. Ja, also tieferes Hoch, dann ein tieferes Tief hier wieder und wieder ein tieferes Hoch zum Beispiel. Ja, und das ist genau bis zum 61,8er Retracement gelaufen. Dann wieder hier hoch in dem Bereich, hier knapp drunter, hier haben wir kurz ein neueres Hoch gemacht und dann hier runtergelaufen bis auf die 63, Entschuldigung, 23,6%. Hier wieder rein, dann wieder runter, wieder auf dieses Niveau, ja, und dann hier wieder irgendwo hier oben hin, wo es wieder Konsolidierung gab. Also das ist das Interessante bei diesen Chartbildern, dass man also sieht, dass bei diesen relevanten Fibonacci Retracements es auch immer wieder Punkte gibt, wo die Kurse dann gegenlaufen und abprallen. Ja, also das zum Thema Retracements. Hier jetzt mal am DAX-Beispiel, dass Sie sehen können, wie sieht denn sowas überhaupt im Chart aus. Ich zeige Ihnen gleich noch, wie Sie das Ganze einzeichnen, wie das funktioniert. Die Fibonacci-Tools gibt es fast in jeder Plattform, ob Sie jetzt bei FXFET MT4 benutzen, ob Sie bei CapTrader hier den Agena-Trader benutzen oder die TWS. Sie haben überall diese Fibonacci-Tools drin. Ja, wo Retracements sind, da sind auch Extensions, also Erweiterungen. Hier jetzt vergleiche das nochmal mit eben, also das gleiche Chartbild. Ja, jetzt haben wir auch hier wieder unten die 0%. Wir haben jetzt aber nach dieser ersten Bewegung bis zu 100%. Ja, hier diese Fibonacci-Tools und dann gab es eine Korrektur bis auf 50%. Und danach gibt es die Erweiterung Extensions 138, 161,8, 200, 238. 200 ist auch keine Fibonacci-Zahl, das ist einfach die Verdopplung von 100%. Und was man hier noch nehmen kann, ist natürlich die 127%, die wir irgendwo hier dann in dem Bereich. Was wir auch sehen, wir laufen hier, nachdem wir dieses Hoch hier überschreiten, das ist übrigens dann auch ein Trading-Ansatz, wo man sagt, ich gehe long hier beim neuen Hoch und habe dann zum Beispiel diese Erweiterung hier nochmal hier dran. Ja, und dann bin ich hier irgendwo bei 150% natürlich. Als Kursziel. Ja, es ist jetzt hier noch viel weiter gelaufen, aber es wäre eine mögliche Erweiterung, die können wir uns gleich mal anschauen auch. Wir sehen aber hier 138%, hier auch wieder mehrere Tage auf diesem Niveau hier gelaufen, auf 138%. Hier komplett durchgelaufen, bei 200 einen leichten Halt gemacht und dann hoch bis auf 238%. Erweiterung. Also das ist die nächste Möglichkeit, mit dem Fibonacci-Tool zu arbeiten. Wir haben also 100% von 0 diese Bewegung und haben dann die Erweiterung, die wir hier sehen. Okay. Gibt es dazu erstmal Fragen zu dem grundsätzlichen Aufbau der Fibonacci-Zahlenreihe und der Herleitung der Retracements? Ist natürlich für einige Wiederholungen, die das schon kennen. Für einige ist das natürlich komplett neu. Wir haben es aber lange nicht mehr gemacht. Deswegen nochmal als Einleitung die komplette Herleitung der Fibonacci-Zahlenreihe und dieser Retracements und so weiter. Jetzt wollen wir ein bisschen weitergehen und zwar wollen wir uns Fibonacci-Formationen anschauen.
Ja, es gibt verschiedenste Fibonacci-Formationen. Ich habe jetzt mal beispielhaft ein paar rausgepickt. Wir fangen an mit der Grundlage aller Fibonacci-Formationen. Das ist das sogenannte ABCD-Muster. Ja, und wir haben jetzt hier das sogenannte bärische ABCD-Muster. Wie sieht das aus? Das sehen Sie schon. Sieht aus wie ein Blitz, ja, im Chart. Ja, wir haben eine Bewegung von A nach B. Sehen Sie ja. Dann haben wir eine Korrektur. Also wir haben die erste Bewegung von A nach B. Dann haben wir eine Korrektur. Und dann haben wir wieder eine Bewegung zum Punkt D. Und dann erwarten wir eigentlich ab dem Punkt D wieder eine Korrektur nach unten. Wann erwarten wir diese Bewegung nach unten? Also einmal, wenn wir sehen, dass diese Formation, dieses ABCD-Muster, ja, ein Muster ist, was in Fibonacci-Verhältnissen zueinander steht. Was ist das jetzt genau? Also einmal ist das eine normale Marktbewegung. Ja, wir haben eine Bewegung, Korrektur und Wiederbewegung. Und wenn wir sowas sehen, kann das also ein Frühindikator sein, eine Short-Position zum Beispiel einzugehen. Ja, oder aber eine Long-Position zu schließen. Was sind jetzt die Merkmale? Und zwar, wenn dieses Muster komplett ist, haben wir eine Möglichkeit, also mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit, dass es hier zu einer Korrektur wieder kommen kann am Punkt D. Daher kann man zum Beispiel auch das Chance-Risiko-Verhältnis vor einem Trade berechnen. Und ja, wichtig ist, dass es auch eine Verstärkung des Signals ergeben kann, wenn es mit anderen Mustern übereinstimmt. Da kommen wir gleich später nochmal drauf. Grundsätzlich ist es so, dass diese Fibonacci-Formationen in allen Zeitebenen handelbar sind. Ja, ich habe oben jetzt auch hingeschrieben, Intraday Swing oder Position Trading zum Beispiel. Also, dass diese Fibonacci-Formationen sind unabhängig von der Zeiteinheit. Es ist natürlich klar, dass bei kleineren Zeiteinheiten, wie zum Beispiel 1-Minuten-Chart, Sie natürlich eine Vielzahl von Formationen haben, deren Aussagekraft natürlich nicht so stark ist, wenn Sie es auf dem Stundenchart jetzt finden. Was ist jetzt wichtig für diese Formation? Es ist jetzt ein bisschen viel Text, müssen wir auch nicht komplett durchgehen, nur dass Sie das mal jetzt gesehen haben. Die Folien können Sie natürlich im Nachgang auch gerne bekommen. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail dazu. Also wichtig ist ganz klar, Punkt A oder generell die Punkte sollen signifikante Punkte sein. Das heißt, A sollte ein signifikanter Tiefpunkt sein. Dann haben wir also nächsten signifikanten Hochpunkt. Wir haben also hier nicht vorher noch einen anderen Punkt hier, der höher ist, dann geht es runter und dann geht es dahin. Ja, also das ist natürlich Quatsch, ja, wenn wir hier sowas haben. Ja, sondern wir müssen auf dieser Strecke darf kein weiterer Hoch- oder Tiefpunkt liegen. Ja, also wir können jetzt hier nicht irgendwie so eine Formation hier haben und sagen, okay, ich verbinde jetzt hier die beiden Punkte miteinander und habe aber hier und da noch Punkte dazwischen auf dieser Strecke hier. Das ist dann ungültig. Also signifikanter Tiefpunkt, dann einen signifikanten Hochpunkt, dann eine Korrektur, ja, Korrektur zum Punkt C, der wieder ein signifikanter Tiefpunkt ist, wo hier zwischen auch wieder keine anderen Hochpunkte und so weiter sind. Dieser Punkt C, ja, muss oberhalb von diesem Punkt A liegen. Ja, das liegt ja hier, liegt oberhalb vom Punkt A. Und idealerweise, jetzt kommen wir zu den Fibonacci-Verhältnissen, ist dieser Punkt C ein 61,8 oder 78,6 Retracement von A zu B. Ja, also das hier ist 0, das ist 100%. Ja, und das hier ist zum Beispiel 61,8%. Okay?
Dann befinden wir uns in der klassischen, das ist dann die klassische ABCD-Formation. In starken Trendmärkten, also das wäre die klassische ABCD-Formation, nicht ganz so gerade sauber gemalt, aber es kann natürlich auch so eine ABCD-Formation geben. Ja, das heißt, wo hier dieser Rücksetzer nur relativ klein ist. Ja, bezogen hier drauf. Hier ist er größer. Okay, also zum Beispiel nur 38,2 oder bis 50%, also bis hier zur Hälfte dieser Rücksetzer in starken Trendmärkten. Hier geht er über die Hälfte auf 61,8%. Ja, also in starken Trendmärkten reicht also ein 38,2er Retracement zum Beispiel aus. Dann ist natürlich wichtig, der Punkt D muss oberhalb von B liegen. Hier der Punkt D muss oberhalb von B liegen, ist auch ganz klar. Und es darf wieder keine Zwischenhochs und so weiter hier geben dazwischen. Das ist also die Regel. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, und zwar, dass diese Strecke von C nach D genauso lang ist wie von A nach B. Ja, dann haben wir ein Muster, wo AB gleich CD ist. Ja, Strecke AB ist genauso lang wie CD. CD kann aber auch 127,2 oder 161,8 von BC sein. Das ist das klassische ABCD-Muster mit dieser Extension. Ja, also jetzt wird diese Strecke hier gemessen, die BC-Strecke. Ja, und dann ist CD 127% Erweiterung von dieser BC-Strecke. Ja, das wäre ein klassisches Muster. Oder aber CD kann 127% oder 161 von AB sein. Also das ist AB, es kommt eine Korrektur und es kommt eine längere Linie hier. Ja, also als das hier 100% sind, bis hier wären es wieder 100%, dann sind hier zum Beispiel 127%. Ja. Gucken wir uns gleich auch nochmal an. Das sind die Regeln, ja, also das ist dann so ein ABCD-Extension-Muster. Dann ist noch sehr gut, wenn Zeit und Proportion übereinstimmen. Das heißt, Sie können sich ja vorstellen, ich lösche das nochmal hier alles, wenn jetzt von A nach B, wenn das Ganze hier, diese Bewegung innerhalb von 2 Wochen stattfindet, dann wäre es gut, und die Korrektur zum Beispiel eine Woche dauert, ja, hier von der Zeit her wäre es gut, wenn hier diese Bewegung auch wieder 2 Wochen andauert, ja, damit wir hier auch eine Symmetrie haben von der Zeitvariante her. Ja, das heißt, Proportion und Zeit stimmen überein. Es gibt auch ABCD-Muster, die sehen dann irgendwie so aus. Wo dann hier das Ganze so lange dauert und dann sind wir irgendwann hier erst bei dem Punkt D. Ja, das heißt, dann ist diese Zeitkomponente natürlich viel länger als diese hier. Okay. Das ist dann nicht so schön. Dann stimmt zwar hier oben die prozentuale Komponente, ja, weil diese Strecke hier 100% sind und das sind wieder 100%, aber die Zeitkomponente stimmt nicht, weil es viel länger gedauert hat. Ja, also idealerweise stimmen Zeit und Proportion überein. Dann ist noch eine wichtige Regel, dass die Strecke CD, ja, die letzte Strecke kann zeitlich gleich sein wie AB oder aber auch 61,8 oder bis 161% der zeitlichen Periode. Ja, also das wäre dann eine Erweiterung der zeitlichen Komponente. Ja, also alles, was aber länger ist, dann ist das Ganze ungültig. Dann ist noch wichtig, Gaps oder lange Kerzen auf der Strecke von C nach D. Also wenn wir hier bei ABCD die letzten haben wir hier so Gaps beispielsweise oder wirklich lange Kerzen,
Ja, lange grüne Kerzen nach oben. Ja, dann können wir vom starken Trend ausgehen und man kann erwarten, dass die Strecke AB mit 127,2 oder 161,8 Extension erweitert wird, bevor das Muster komplett ist. Ja, das ist also zu erwarten. Ja, und wenn diese, muss jetzt nicht jedes, das sieht man dann auch im Chart, wenn man das einzeichnet, muss also jetzt nicht immer wirklich nachrechnen, wie viel Prozent ist denn jetzt gelaufen und so weiter. Das macht alles die Chartsoftware. Aber wenn wir so eine Formation sehen, dann ist D ein möglicher Umkehrpunkt, wo man sagen, ich kann hier eine Short-Position eingehen und setze hier mein Stop-Loss oberhalb vom Punkt D zur Absicherung. Genau, das sind nochmal hier die Punkten, die zusammengefassten Punkte für die Formation. Kommen wir zur nächsten Formation. Das ist eine komplexere Formation, das ist das sogenannte Gartley-Muster. Und zwar das sogenannte bärische Gartley-Muster. Und Sie sehen schon hier, Sie sollten zumindest hier dieses A, B, C, D-Muster wiedererkennen, was wir gerade besprochen haben. Ja, das ist hier die A, B, C, D-Formation, die wir ja gerade uns angeschaut haben. Ja, und Sie sehen schon, dass hier gibt es noch einen weiteren Punkt X, ja, der hier vorher vorangeschaltet ist sozusagen. Und es gibt eine Strecke von X zu A. Und dann gibt es hier die Bewegung A, B, C, D. Und dann haben wir so eine Formation, die aussieht wie ein W, wie Wilhelm. Ja, und das ist dann ein bärisches Gartley-Muster. Ja, gucken wir uns an, was das ist, wie sich das zusammensetzt und dann schauen wir uns das gleich auch mal im Chart an, damit wir mal dann auch zum Praxisteil kommen. Und zwar ist das auch wieder ein visuelles, geometrisches Preis- und Zeitmuster, was aussieht wie vier aufeinanderfolgende Preisschwünge und zwar sieht aus wie ein W im Chart plus diesen Punkt X davor. Und ja, dieses Muster wurde zum ersten Mal 1935 von H.M. Gartley in dem Buch Profit in Stock Market zum ersten Mal erwähnt. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, jetzt hier bei, das ist ein bärisches Gartley-Muster, wir zeigen Ihnen gleich noch das Bullische. Es ist also eine Möglichkeit, hier Short zu gehen, und zwar an dem Punkt D. Ja, geht man dann hier Short. Und zwar spiegelt es das Zusammenlaufen von Fibonacci Retracements und Extensions am Punkt D wieder, deutet auf einen stärker werdenden Widerstand hin und eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Trendwende im Markt. Am besten ist es so, dass der übergeordnete Trend hierbei auch abwärts ist. Ja, das heißt, wir haben hier einen Abwärtstrend irgendwo und dann gibt es diese Bewegung von hier X. Ja, das soll jetzt hier ein X sein nach A. Ja, und dann A, B, C, D. Ja, und dann haben wir ja hier dieses X. Das heißt, wir haben schon einen übergeordneten Abwärtstrend. Ja, und in diesem Abwärtstrend gibt es eine Korrektur und dann erwarten wir wieder den Abwärtstrend hier weiter. Ich hoffe, Sie können sich das einigermaßen vorstellen. Zeige ich Ihnen aber gleich im Chart an einem Praxisbeispiel. Und dann kann man auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bekommen, weil man hier einsteigt, Short, und man setzt dann einen Stop-Loss hier oben, und zwar an dem Punkt X. Ja. Schauen wir uns auch gleich an.
Und was wichtig ist, dass es natürlich signifikante Wendepunkte sind oder Hoch- und Tiefpunkte, ne? Wie schon eben bei der ABCD-Formation, die wir uns angeschaut haben. Ja, wichtig ist, dass die gesamte Bewegung von A bis zu D idealerweise ein 61,8 oder 78,6 Retracement von dieser gesamten Strecke XA sind. Das ist das, was wir hier oben also sehen. Ja. Und eine gültige ABCD-Formation muss entstanden sein. Ja. Idealerweise ist auch die Dauer der Bewegung wiederum gleich und ja, in wenigen Ausnahmen kann ABCD musst du auch 100% von XA erreichen. Das heißt, dann würde es bis hierhin gehen. Dann hat man hier so sogenanntes Double Top. Aber das ist nicht die klassische Gartley-Formation. Wenn es hierüber hinausgeht, dann haben wir keine Gartley-Formation mehr. Gut. Dann schauen wir uns das gleich jetzt mal in der Praxis an und ich zeige Ihnen jetzt einmal, wenn es ein bärisches Gartley-Muster gibt, dann gibt es natürlich auch eine bullische Gartley-Formation, genauso wie es ein bullisches ABCD-Muster gibt. Also da ganz einfach umgekehrt aus. Ja, also man hat nicht ein W, sondern man hat hier ein M, ja, was aussieht wie ein M. Wieder hier dieses A, B, C, D und vorher ein Punkt X, der tiefer liegt als der Punkt D, dann hat man diese Gartley-Formation. Ja, und diese Punkte zueinander stehen in den Fibonacci-Verhältnissen, wie wir es hier auch immer wieder sehen. Gut, schauen wir uns das mal an. Im ersten Beispiel. Und zwar sehen wir hier, welche Formation, haben wir nur zwei gemacht, ne? A, B, C, D und Gartley. Und zwar ist das natürlich die Gartley-Formation, und zwar die bärische Gartley-Formation. Das ist jetzt ein Aktienchart. Weiß jetzt nicht mehr, welche Aktie es ist, auf jeden Fall war das ein Aktienchart. Und Sie sehen schon, dass das nicht ganz so ideal aussieht wie im Lehrbuch, ja, aber wir haben hier eine Bewegung von A nach B, dann haben wir die Korrektur zu Punkt C und dann haben wir eine Bewegung zum Punkt D. Und vorher gab es den Punkt X, also dieses Hoch hier. Wir kommen jetzt hier nicht ganz aus einer Abwärtsbewegung, sondern wir kommen eher aus einer Seitwärtsphase, ja, also ist die Idealbedingung, dass es aus einer Abwärtsbewegung kommt. Ist hier nicht erfüllt, das ist aber nicht so schlimm. Wir haben aber hier eine gültige Gartley-Formation und hier geht es natürlich idealerweise auch komplett nach unten. Ja, das ist natürlich jetzt ein Idealbeispiel. Aber nur, dass Sie es mal sehen. Wir haben also einen Punkt X und wir haben den Punkt A, B, C, D. Jetzt gehen wir hier nach der Umkehrkerze, gehen wir hier auch short am Punkt D, in dem Bereich. Und wo setzen wir unseren Stop, wenn wir jetzt hier short gehen? Wo würden Sie den Stop setzen? Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, wo wir den setzen. Was meinen Sie, wo setzt man hier am besten einen Stop, wenn wir hier short gehen? Wir gehen short am Punkt D oder nach der ersten Kerze vom Punkt D. Gehen wir jetzt hier short. Wo setzen wir unseren Stop? Oberhalb D oder X, 161%. Ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Also nach dieser Gartley-Formation setzen wir den Stop hier oberhalb vom Punkt X. Ja, das heißt, dann wäre das hier, wäre unser Risiko hier zum Beispiel. Wenn wir genau am Punkt D short gehen würden, ja, dann hätten wir nur das hier als Risiko. Jetzt messen wir in dem Falle hier 0% ist der Punkt D und 100%
ist der Punkt C, 100%. Ja, und hierbei ist es so, dass auf jeden Fall bis 61,8% unser Kursziel hier ist. Das heißt, diese Bewegung hier wäre dann auf jeden Fall unsere Chance und hier oben, das wäre unser Risiko. Ja, also gute Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn wir sagen, wir nehmen die gesamte Bewegung bis A zum Beispiel noch hier mit, ja, dann haben wir natürlich noch besseres Chance-Risiko-Verhältnis, je nachdem, wie man das tradet. Was wir hier auch noch sehen, hat es mit Fibonacci weniger zu tun. Ich habe es trotzdem mal hier eingezeichnet, ist eine sogenannte Divergenz. Das ist das, was wir hier sehen. Ja, eine Divergenz. Und zwar haben wir hier unten einen Stochastikindikator und wir sehen also hier ein höheres Hoch im Indikator. Ja, hier ein Hoch, was höher ist als dieses Hoch. Wir sehen aber ein niedrigeres Hoch im Chart. Ja, also wir haben hier, wenn man das hier mal vergleicht, ja, diese Linie, haben wir hier ein Hoch im Chart. Hier haben wir ein niedrigeres Hoch. Wir haben aber zeitgleich im Indikator hier ein höheres Hoch. Ja, wenn wir uns das hier betrachten. Und das nennt man also eine Divergenz. Ja, das ist das, was wir hier einzeichnen können. Und das heißt, dass diese Aufwärtsbewegung hier, die wir hier sehen, zu diesem Zeitpunkt ein Ende haben könnte. Ja, nicht muss, sondern könnte. Ja, dass es also wenig Potenzial hier nach oben gibt, aber eher Potenzial nach unten. Und das ist auch das, was wir natürlich jetzt hier gesehen haben. Das heißt, Divergenz, ganz wichtiger und interessanter Aspekt, den man nicht und den man auf jeden Fall beachten sollte. Ja, schauen wir uns das mal an. Wir sehen ja schon, wo der Kurs hingegangen ist. Also den Stop setzen wir oberhalb vom Punkt X. Und die erste Bewegung geht auf die 127%. Wir laufen zurück zu 100%. Dann zu 161 und dann zu 262% Erweiterung. Das ist natürlich nicht der Standardfall, das ist jetzt hier ein Ausnahmebeispiel, aber wir sehen sehr oft, dass wir auf jeden Fall hier bis zu 61,8% oder bis zu 100% wieder laufen, bevor es dann vielleicht wieder nach oben geht. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, aber wir können hier mit dieser Gartel-Information eine schöne Trading-Idee machen, indem wir hier Short gehen und man hat hier oben den Stop-Loss, ja, und kann dann hier dementsprechend die Bewegung nach unten mitnehmen. Schauen wir uns das mal im Chart an. Dazu wechsle ich jetzt mal. Den Bildschirm. So, Beispiel Agena Trader hier. Habe jetzt hier einen Chart von Apple und ja, wie können wir jetzt hier die Fibonacci-Linien einzeichnen? Also generell ist es so, wir müssen das mal hier anschauen, dass wir ein signifikantes Tief brauchen und auch ein Hochpunkt zum Beispiel. Das heißt, wir gehen hin, gehen in die zu den Fibonacci-Formen, gehen hier zu den Fibonacci-Retracements, wählen jetzt hier einen Tiefpunkt hier unten aus und wir wählen den letzten Hochpunkt hier aus. Ja. Hier ist jetzt in dem Falle 0%, hier unten ist 100%, das kann man auch andersrum einzeichnen und dann haben wir unsere Retracements eingezeichnet. Ja, das heißt, Sie haben das Tool,
Wenn Sie jetzt mit den Erweiterungen arbeiten wollen, mit den Projektionen, dann können Sie dieses, können Sie natürlich dieses Tool andersrum einzeichnen. Ich gehe jetzt mal hier wieder hin. Moment. Ziehe das von hier oben bis hier unten. Ja, und Sie sehen hier schon die Erweiterung. Ich ziehe das jetzt mal hier runter. Und zwar nehmen wir hier die erste Bewegung, die wir hier hatten. So, von 0 bis 100%. Und dann schauen wir uns an die Korrektur und dann sehen wir hier schon die Erweiterung 127, 138, 161 und 200% und so weiter und so fort. Das können wir beliebig erweitern, indem wir hier in die Eigenschaften gehen und sagen, okay, ich möchte hier beliebige Erweiterungen haben beispielsweise und kann sagen, ich möchte bitte jetzt hier noch die 238% haben, dann beispielsweise in Rot, ja, und wir wollen die 261,8 noch haben, beispielsweise in Blau. Ja, und das ist das, was wir dann jetzt hier sehen, eingezeichnet. Und gehe nochmal zu meinem Zeichenstift. Also hier unten war 0%, das ist das, was wir hier sehen. Ja, die 0% war hier unten. Erste Bewegung bis hier, bis 100%. Dann sind wir hier korrigiert in dem Bereich bis zu hier unserer letzten Widerstandslinie sozusagen, die 23,6%, sind dann wieder nach oben gelaufen. Jetzt sind wir hier mit einem Gap über die 100% gekommen, auf die 127, 138 und so weiter bis 161 und noch höher und sind dann hier oben hingelaufen bis zu 238% und die nächste war hier die 261%. Also daran sieht man, wie diese Marken schon eine Aussagekraft haben und oftmals wie so ein Magnet wirken. Und wir sehen hier auch die erste Korrektur geht auch wieder genau hier unten bis 127,2% zurück. Jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt und Sie konnten aber nichts sehen, lese ich gerade hier. Dann wiederhole ich das natürlich nochmal. Entschuldigung. Gucken, ob wir das Bild jetzt hier nicht sehen können. Können Sie jetzt was sehen? Ah, okay, alles klar. Ja, kein Problem, dann zeige ich Ihnen das nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ab wann das Ganze stand. Okay, Sie konnten nicht sehen, was ich eingezeichnet habe. Okay, fangen wir nochmal an. Also, ich gehe auf das, muss mir eben das hier beenden. Also wir haben hier den Apple Chart, ich gehe auf die Zeichentools, ich gehe auf die Fibonacci Retracements standardmäßig. Ich nehme mir hier ein Tief und ich nehme mir ein Hoch. Ja, das ist also jetzt hier die Bewegung, bevor eine größere Korrektur kommt, und dann geht es wieder weiter nach oben als Beispiel. Was sehen wir hier? Wir korrigieren in dem Falle. Zeichne das jetzt nochmal ein, jetzt können Sie es ja sehen. Genau, also das hier war die Bewegung sozusagen. Wir korrigieren bis auf 50% hier in dem Falle, also hier auf dieses Retracement. Dann laufen wir hier hoch auf die 23,6 und sind wieder hier oben hochgelaufen. Wie kann ich jetzt aber eine Projektion einzeichnen? Dazu. Moment, so, lösche ich das nochmal. Ich gehe wieder in diesen
Fibonacci Retracement Tool. Zeichne jetzt von hier oben, von dem Hoch zu dem Tief das Ganze ein. Ja, dann haben wir das umgekehrt. Hier ist 0%, hier ist 100%. Aber wir wollen jetzt zum Beispiel die erste Bewegung uns hier anschauen. Ja, das ist jetzt unsere 100% Bewegung, die wir hier haben. Diese hier. Von 0%, von hier bis hier oben sind 100%. Und dann haben wir hier unsere Erweiterung 127, 38, 61 und 200. Und das ist das, was ich eben gezeigt habe. Ich wiederhole es nochmal. Wir können hier in den Eigenschaften weitere Fibonacci-Linien hinzufügen, so wie wir es haben möchten. Zum Beispiel die 238 in Rot und die 261 in Blau. Ja, das sind die Linien, die wir hier sehen. Mache das jetzt noch mal ein bisschen dicker, damit wir es besser sehen können. Die rote und die blaue als Beispiel. Ja, was haben wir jetzt hier gemacht? Und zwar, wir sehen, die erste Bewegung hier auf 100%, dann korrigieren wir hier einmal auf 61,8. Dann laufen wir nochmal hier die 100% an und korrigieren komplett runter bis hier zu unserer letzten Widerstandslinie 23,6%, wo wir wieder hochgegangen sind, wieder hier an die 100% gelaufen, dann wieder weiter, da haben wir hier mit einem Gap die 100% durchbrochen nach oben, ja, die Apple, und läuft hier weiter bis hier 238%, korrigiert dann wieder auf die 200% und geht wieder hier hoch auf die 261%. Das ist so ein typischer Verlauf und von hier aus korrigieren wieder komplett runter bis auf die 127,2% hier in dem Bereich. So kann man sich das anschauen. Und wenn man uns jetzt aktuell Apple anschaut, und die gesamte Bewegung hier sieht, ja, dann setzt man natürlich hier oben die 100% an. Ziehe das jetzt nach links. Und dann hat man natürlich mögliche Rücksetzer hier in diese Bereiche hier. Ja, oder aber nächste Kursziele auf 127,2, das sind wir bei $128 in der Apple-Aktie. Im MetaTrader möchte ich Ihnen kurz was zeigen. Oder gibt es hierzu noch Fragen zum Fibonacci-Tool hier im Agena Trader? Ich glaube, das ist soweit selbsterklärend. Genau, wenn wir uns jetzt die letzte Korrektur ansehen, ja, also wenn wir sagen, weil hier uns das angeschaut hatte, ja, die 100%. Bewegungen, die wir ja hier hatten. Ich lösche jetzt noch mal kurz die Zeichnungen. Also wenn diese Bewegung von hier bis da jetzt hier 100% und dann die Korrektur bis 50%, ja, dann könnte man natürlich sagen, wir erweitern jetzt diese Strecke wieder nach oben. Das mache ich jetzt mal mit einer anderen Farbe. Ja, das heißt, diese Strecke hier sozusagen nochmal hier oben dran. Ja, und dann kommen wir irgendwo hier in diese Bereiche. Das können wir aber auch machen. Mit dem Projektionstool.
bis hier die Korrektur und dann die Erweiterung. Okay, ich nehme die mal weg. Das ist also unser Fibonacci-Projektionstool. Ja, das heißt, wir können sehen, wir haben hier eine Bewegung von hier unten. Und dann wäre also die, wenn wir die, eine ABCD-Formation hier zugrunde legen, wäre ja diese 100% Bewegung hier nochmal darauf angesetzt, eine Bewegung bis hier, bis 133 Dollar. Aktuell befinden wir uns hier und haben also dieses Hoch hier schon überschritten hier. Und dann sehen wir, wo die nächsten Marken sind, wo Apple zum Beispiel hinlaufen kann, wo aber auch Apple hin korrigieren kann nach unten, wo wir also Widerstände auf der, sehen wir ja auch hier in dem Bereich Widerstände haben und in dem Bereich Unterstützung haben auf die nächsten Marken zum Beispiel. Ist jetzt nur ein willkürliches Beispiel mit Apple, aber daran sehen Sie, wie Sie die Fibonacci Tools anwenden können. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch zeigen, und zwar im MetaTrader. Ich hoffe, Sie können den Bildschirm jetzt einigermaßen so sehen, dass er nicht festfriert. Und zwar, Moment, muss ich mal kurz schauen, welchen Monitor das ist. Genau, jetzt sollten Sie den MetaTrader sehen, genau, für alle FX-Wettkunden. Hier wird, ist ein Indikator, der automatisch so Formationen filtert, ja, zum Beispiel diesen ABCD, diese ABCD-Formation hat er hier erkannt, ja, so A, B, C, D. Ja, wir haben also hier eine Bewegung A, B, dann eine Korrektur hier, also, oder nächste Bewegung bis zum Punkt C und dann wieder die Bewegung bis zum Punkt D, wo man hier short gehen kann und dann dementsprechend hier neue Kursziele hat. Das ist jetzt Gold, Gold 4-Stunden-Chart, wo also eine aktuelle ABCD-Formation vorliegt. Ja, also ganz wichtig natürlich, falls man an solchen Punkten hier short geht, dass natürlich hier irgendwo der Stop-Loss dann auch liegen muss, oberhalb von unserem Punkt D. Ja, also wenn man das jetzt hier nach oben überschreitet, dann ist dieses Ganze, diese Formation wieder hinfällig. Ja, ansonsten wird mit so einer Bewegung hier gewartet. Ja, das war es von meiner Seite schon. Ich hoffe, Sie haben lernen können, was ist überhaupt Fibonacci, wo kommt Fibonacci her, wie kann man diese Fibonacci-Zahlen aufs Trading übertragen, und zwar indem man die Retracements und Extensions nutzt, die verschiedenen Fibonacci-Tools, um dann eventuelle Kursziele zu ermitteln und auch mit diesen verschiedenen Fibonacci-Formationen. Gibt es also auch die Möglichkeit, die Märkte zu scannen. Hier gibt es Formation Bullish Shark zum Beispiel. Das haben wir jetzt nicht gesprochen. Hier ist wieder eine bullische ABCD-Formation, die wir hier sehen. Im Dow Jones zum Beispiel. Gucken wir uns mal den S&P an. Hier wurde schon ein Gartley erkannt. Ja, ein bullisches Gartley, was wir hier das in Blau zum Beispiel sehen, was dann aber auch der maximale Profit auch erreicht wurde. Das heißt, so eine Software unterstützt einem natürlich, solche Formationen automatisch zu finden. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Gut. Also, wenn Sie die Folien haben möchten, schreiben Sie mir eine E-Mail. Wenn Sie Fragen haben noch zu den verschiedenen Fibonacci-Formationen und so weiter, gerne eine E-Mail an christian.weiß@captrader.com. Ich darf mich recht bedanken bei Ihrer Teilnahme und ja, wünsche Ihnen einen schönen Abend.
und sage bis zum nächsten Mal, alles Gute, viel Erfolg beim Trading und wie gesagt, Fragen gerne auch im Nachgang per E-Mail, stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Schönen Dank, schönen Abend, gute Trades, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Tschüss.